Grüß Gott und einen wunderschönen guten Tag zum Supermarkt-Simulator V0.2. Es gab ein Update vom Supermarkt-Simulator und deshalb wundert euch bitte nicht. Manuel hat die Füße in die Hand genommen und hat gesagt: Komm, bevor wir jetzt alle Mods, die da drin sind, aussortieren müssen und, gehen wir doch lieber hin und machen direkt gleich einen neuen Spielstand, bevor uns wieder das Spiel noch abstürzt. Und wir hatten ja auch noch die Herausforderung, dass uns die ganze Zeit da so ein blöder Karton in der Luft geschwebt hat. Somit, Leute, ich hoffe, ihr verzeiht es mir und ich hoffe, ihr schaut weiter. Fangen wir mit der Version V0.2 neu an. Ja, so. Also, das jetzt auf jeden Fall mal dazu. Und wie ihr eben halt hier seht, Neuanfang willkommen beim Supermarkt-Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Kaufe zunächst Waren ein, die du verkaufen willst, und stelle sie in die Regale. Vergiss nicht die Preise. Ja, das machen wir doch. Natürlich. Und wir sind ja richtig reich. Ja, wir haben ja 50 Euro. So, und dann wollen wir mal hier. Zack. Die zwei Sachen können wir uns schon mal leisten. Das ist schon mal wunderprächtig. So. Und zwar, ne, soll es jetzt eine Änderung geben? Ah. Weitere Supermarkt- und Personalisierungen freizuschalten. Ach, guck an. Ach, guck an, Leute. Es gibt ja so einiges, was mir jetzt gerade auffällt. Genau, hier sind jetzt die Pakete. Das stellen wir jetzt hier dann mal in das Regal. So, dann schmeißen wir. Oh, der baut in da eine blöde Mauer hin. So, dann nehmen wir das Ding hier und rügen die Schokoflips hier nochmal in die Regal rein. Zack, 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 zack. Bums. Und ja, jetzt wollen wir natürlich noch die Preise anpassen. Aktueller Marktpreis 3,96 $. So. Und hier 5,98 $. Zack, haben wir angepasst. Ja, wir haben nicht mehr Geld, also wir müssen open. Und da kommt der erste Kunde schon. Wunderprächtig. Also, natürlich gucken wir hier wieder nach. Ach so, ja, jetzt müssen wir 1 Dollar und 4 wieder zurückhaben. 1 Dollar, 1, 2, 3, 4. So, tschüss. Ach, wie war das schön, als wir noch nur noch klicken mussten. um dass wir da die Kunden abkassieren. So, zack, einmal mit Karte. Macht 9,94 $. Tüdelü, schönen Tag noch. Einmal Toasti, bitteschön. Gib mir doch die Karte hier. 3,96 $. Tschüss. Hallöchen, junge Frau. Sie möchten einmal Popcorns kaufen. Ach so, da. 10, 1, 2, 3, 4 und 2. Tüdelü, schönen Tag noch. Ja, wir hoffen natürlich, dass der Unkraut heute alles verkauft wird, denn wir brauchen Geld, um uns zu erweitern. 5,98 $. Tüdelü. Leute, mehr Kunden hier, kommen ran. Kassieren, durchführen. Gerade noch mal überlegen. Produkte. Also, 17 brauchen wir noch. Und dann können wir da einmal auffüllen. 6 Cent möchte er zurückhaben. 5, 6, bitteschön, tschüss. Einmal mit Karte 3,96 $. Jetzt zählen noch 5. 5 Euros. Dollars. Karte. 9 €, $1,94. So. Dann
Einmal mal hier bestellen. So, einmal Ofenmüller. Einmal Karton weg. Amber, ich komme sofort, kein Stress. Genau, ein Kunde wartet an der Kasse, soll er warten, bis er alt und runzelig wird. So, zack. 9,94 $. Ach du grüne Neune, 20, 40. 5 und 6 und tschüss. Du möchtest mit Karte zahlen, 9,94 $. Bitteschön, tschüss. Wir müssen noch 15 Kunden bedienen. Kommt mir das jetzt so vor oder ist die Zeit langsamer? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, Möbel haben wir definitiv. Ah, wir können die gleich mit Farbe bestellen. Eckregale haben wir auch noch. Bitte einmal Toastbrot und 10, 15, 16, 1, 2, 3, 4. Bitteschön. Tschüss. Mit Farbe können wir gleich bestellen. Und guckt an, wir haben hier auch sogar Eckregal außen. Ja, finde ich ja mal mega. Halbes Regal haben wir auch. Also, da sind ein paar Regale dazu gekommen. Vier. Tschüss. Da sind ein paar Regale dazu gekommen. So, und ich glaube, die Zeit geht auch nicht mehr so schnell. Achso, ja, entschuldigen Sie. 5,98 $. Bitteschön, tschüss. Auch mit Karte. Machen wir doch. Glatt 5,98 $. Tschüss. Schönen Tag noch. Noch 11 Kunden. Ja, wir haben noch geöffnet, oder? Wieso war das Ding denn geschlossen, Leute? Hä? So, einen Mini-Kühlschrank haben wir hier. Einen kleinen Kühlschrank abgerundet. Ah, okay. Großer Kühlschrank abgerundet. Kleiner Gefrierschrank. Gefrierschrank, großer Gefrierschrank. So, aber den Kasten hat sich nichts getan. Großes Regal haben wir. Und ein kleines Regal haben wir. Die Scheinwerfer haben wir auch. Was? Warum ist er wieder abgehauen? So, Produkte. Mal gucken. Haben wir geclosed? Ich bin doch auch deppert, oder? So, bringen wir mal den Karton hier weg. Zack. Ja, Moment, junge Frau. 3,71 $. Na, so schnell sind wir ja nicht. So. 1 Dollar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tschüss. Einmal Mehl. Bitteschön. 3,71 $. Dankeschön, war passend. So. Aber davon können wir mal ruhig gleich noch einen bestellen. Barzahlung, Dankeschön, war passend. So. Und dann machen wir dich auch nochmal wieder full. So. Passt doch. Zack, rin in den Eimer. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. 48, 47. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Ah. Jetzt sind wir durcheinander gekommen. Dankeschön, war passend. Tschüss. So, Dankeschön, war auch passend. Tschüss. Schönen Tag noch. 19 von 25 Kunden haben wir. So, hiervon einen, hiervon einen, hiervon einen.
Kostet uns 39 noch. Können wir? $4. 1, 2, 3, 4, 50, 66. So. 15, 34 und 1, 2, 3, 4, 50, 60, 65, 66. Tschüss. So. Haben wir auch eingesortiert. Und dann das jetzt hier auch nochmal. So. Und dann das Öl noch. Zack. Aber zack. Da haben wir. $4,83. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auch nochmal $3,12. Zack. Und hier auch nochmal $4,50. Zack. So, wir können den Tag beenden. Zack. Wir sehen es ja. 157 Bestellkosten. Nächster Tag starten. Du hältst ab heute tägliche Rechnungen. Stelle sicher, dass du diese Rechnung über deinen Computer bezahlst, bevor du die Fälligkeitsdatum hast. Ansonsten werden diese automatisch bezahlt. Je mehr elektrische Geräte, desto teurer die Rechnung. Ah ja, okay. So. Wir öffnen gleich. Also wenig können wir nämlich. Na, da brauchen wir ein bisschen Geld, wenn wir von allem einmal bestellen. Was haben wir denn hier Neues? Hier gibt es noch nichts Neues. Lager ist gesperrt für 800. Kassierer, Wachstum, Rechnungen, Anpassungen. Okay. Bank, kriegen wir Geld. Ja? Open, ja, kommen Sie ran hier. Aber das hat sich immer noch nicht geändert. Um 9 Uhr kommen wir erst auf die ersten Kunden ran. Das macht $1,25. 1, 2, 3, 4. Tschüss. Einmal so, so. 34 macht das. 3, 1, 2, 3, 4. Tschüss. Ja. Dankeschön, war passend. Achso, wir können ja mal gerade noch die Funzel hier anmachen. So. Aber, Marc, das müssen wir im Auge behalten. $93. Alles einmal auffüllen. Da kommen Sie hier ran, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso beschissen wie nebendran. Einmal Kartenzahlung. $14,98. Einmal Öl, auch mit Karte. $4,50. Bitteschön. So, jetzt können wir die Sachen bestellen. Zack. $2,47 übrig. So, und da auch gleich nochmal hin. Oh, guten Tag. Ich bin sofort bei Ihnen. So. Lass mich doch hier hin. Ich bin Arzt und so. Zack. 2040. 1, 2, 3. 50, 70. 5. Nee. Was? 70 haben wir. 76. Schön, Dankeschön, tschüss. Sagen wir wirklich gerade mal durch die Blume. $6,24. Zack. Kaufe eine Produktlizenz über deinen Computer. Ja, das kommt auch gleich noch. Noch sind wir da aber nicht. So, zack, zack. Dankeschön, war passend.
So. Jetzt sieht es so aus, als ob wir anfangen können, Gewinne zu machen. Gewinne, 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 Gewinne. Gewinne, Gewinne. Zack. Einmal mit Karte 15,24 $. Dankeschön. Tschüss. Ja, und laut meines Wissens sollte sich das eigentlich geändert haben. Aber das hat es wohl nicht. Das stapelt sich da immer noch so. So, zweimal Öl, $9. Macht das dann. Bitteschön, Dankeschön, tschüss. Nächste Bitte. Das macht dann $13,62. Dankeschön, tschüss. Einmal so. Macht Dankeschön passend. 1, 2, 3, 4, 50, 75, 80. Dankeschön. Tschüss. Zack, haben wir eingeräumt. Öl. Haben wir auch. Machen wir zu. Ja, ich komme sofort. Immer diese Hektik hier am Arbeitsplatz. Für eine Bottle Öl. 4,50 €. Dankeschön. Tschüss. Toastbrot. Ja, hetzt mich doch nicht so. Ich bin doch schon alt und nicht mehr so schnell. So, zweimal davon. Dankeschön, war passend. Haben wir schon die Funzel an hier? Ja, haben wir schon. Ja, dann kommen Sie mal ran, hier, junge Dame. Dankeschön, war passend. Dann haben wir jetzt. Oh. Was haben wir denn da so viel von bestellt? Manuel ist immer noch lagerwahnsinnig hier. Karte, danke. 3,12 €. Bitteschön, Dankeschön. Oh, wir müssen die gelben Dinger bestellen. Ich glaube, Nudeln waren das. 2, 3. Hier von 15. Ja, ich komme sofort. Kein Stress hier auf der Titanic, ja? So, einmal mit Karte. Dankeschön. $6,83. Tschüss. 1, $2,50. 5, 1, 2, 3. Tschüss. Jetzt habe ich gedacht, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja, Kruzifix. 8,54 $. Tschüss. Das macht $4,50. Tschüss. Dann wollen wir mal hier. Ah, geht noch nicht alles rein. Dann müssen wir den da hinstellen. So, 103. So für mehrere gerade das Geld. 10, 15, 13, 50, 75, 76. Tschüss. Wir haben 21 Uhr hier im Game. Und ja, ihr Lieben, wie gesagt, das ist. Da haben wir ja noch einen. Ja, guten Tag. Einmal mit Karte. Machen wir da gerade $5,98. Tschüss. Schönen Tag noch. So, nun, achso, der ist immer noch oben. Okay, es scheint aber so, wir machen mal den Tag beenden. 130 € für den Einkauf und 115
Guthaben haben wir 52 Profit. Das kann sich sehen lassen. Bis dahin wünsche ich euch was und einen schönen Tag noch. Tschüss.